Tja, auch das ist möglich. Bei mir wurde gerade ein Video auf TikTok gesperrt wegen Sex, Drogen und Gewalt. Und der Inhalt war, wie ich ein kleines Vorschauvideo gemacht habe, wie du mit einem Mini-Skateboard ein Produktvideo machen kannst. Ich bin jetzt echt schon gespannt, ob das durchgeht oder nicht. Natürlich habe ich Einspruch erhoben und ja, das wird recht lustig werden noch. Vielleicht kann ich dir das Video verlinken, vielleicht auch nicht, weil es schon gelöscht wurde wegen den Community-Richtlinien. Naja, ich lasse mich überraschen. Was ich dir auf jeden Fall damit sagen will, ist, ja, auch das kommt im Internet vor. Ja? Es laufen automatische Programme, also Algorithmen im Hintergrund, je nach Plattform, was du verwendest. Und hin und wieder haben diese Tools so kleine Aussetzer und wissen einfach absolut nicht, was sie tun. Was kannst du tun? Falls du wirklich sauberen, ordentlichen Inhalt hast, ja, erhebe Einspruch oder schreib die Plattform an. Und ja, wenn wirklich gar nichts geht, habe ich auch schon mal gemacht, einfach das Video nochmal hochladen. Allerdings aufpassen, wenn das zu oft vorkommt, ja, dass du zu oft gegen, warum auch immer, vermutliche Community-Richtlinien verstößt, sei ein bisschen vorsichtig. Es kann auch sein, dass dein Account gesperrt wird oder blockiert wird. Oder komplett weg ist. Ja, auch das kommt im Internet vor. However, ich probiere es mal. Also ja, kleiner Tipp. Produkt-Video-Tutorials mit dem Smartphone und Skateboard. Eher weniger Sex, Drogen und Gewalt. Ich schau mal. Have fun. Ciao.